gerade gesagt, das ist echt schon super spannend zu sehen. Herr Ackermann kommt hier heute nach Berlin und hält seine große Hauptstadtrede. Er will den Berlinerinnen und Berlinern mitteilen, was die Deutsche Bank und Herr Ackermann von Berlin erwarten. Und wir haben gedacht, angesichts der internationalen Finanzkrise, angesichts der Tatsache, dass es eigentlich in den letzten Jahren keinerlei Erwartungen gab, die Deutsche Bank oder Herr Ackermann an die deutsche Politik formuliert haben, die nicht erfüllt worden ist, dass wir mal unsere Forderung aufmachen. Und unsere Forderung ist, Profiteure zur Kasse, die großen Verdiener an den Krisen der letzten Monate und Jahre sollen ihren Beitrag dazu leisten, dass die Gemeinwesen funktionieren, dass der soziale Zusammenhalt gesichert wird. Und dazu muss endlich was geschehen. Dazu muss bundespolitisch endlich was geschehen. Und dazu brauchen wir auch eine starke Linke. Das ist ein wichtiges Signal, was die Linke heute aussendet. Wir sehen auch in unserem Wahlkampf, dass unwahrscheinlich viele Leute das umtreibt. Was ist denn mit den Finanzmärkten los? Was macht unsere Bundesregierung da? Welche Stabilität unserer Lebensverhältnisse gibt es dann? Und dass wir einfach mal daran erinnern, dass die Linke die einzige Kraft war, die rechtzeitig, ausführlich und kompetent von der Notwendigkeit der Regulation der Finanzmärkte nicht nur gesprochen und geschrieben hat, sondern auch dafür eingestanden ist und vor Jahren und seit Jahren dafür von allen anderen angegriffen wird. Sodass jetzt auch Konservative zu der Aussage kommen, dass die Linken ja vielleicht doch recht hatten. Und dieses Maß an Unsicherheit jetzt natürlich von Regierungen hätte behoben werden müssen, rechtzeitig. Deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, das heute noch mal so plakativ rüberzubringen und zu sagen, wer verdient an Finanzspekulationen, muss auch zur Kasse gebeten werden. Und der Staat hat die ureigenste Aufgabe, Finanzspekulationen einzudämmen, wenigstens mitzuverdienen, eine Abgabe zu fordern, aber auch Finanzmärkte zu regulieren auf europäischer Basis, im europäischen Maßstab. Und da ist die Linke wirklich die einzige Kraft, die rechtzeitig gewarnt hat. Und es ist eine wichtige Erkenntnis, die wir auch heute hier für den Berliner Wahlkampf, aber auch für jeden Alltag in der Bundesrepublik gut gebrauchen können.